wieder völlig woanders hinrennen. Und immer noch nicht das Schwert ausgepackt hast für die Büsche und sie mit dem Kraftarmband hochhebst, was immerhin 2 Sekunden länger dauert. Klar, jetzt geht's erstmal mit den Büschen los, weiter. Und da dachte ich mir, stimmt ja, da war ja noch was wegen Tauschgeschäfte. Aber nee, ich gehe da erstmal da lang. Nö, kein Schwert, das brauchen wir nicht. Und jetzt gucken wir mal. Jetzt geht's in eine leere Bude rein. Ich glaube, da ist dir eingefallen, was du mit dem Tauschgeschäft machen kannst, aber du suchst jetzt nach und dann sagst du, ja, hier war das Tauschgeschäft und hau ab. irgendwie doch nicht. Voll nett, aber du scheinst mir nicht sonderlich kunstinteressiert. Du müsstest ihm vielleicht mal sagen, wenn du den nächsten Schalter repariert hast, was du so gemacht und hast. hier müssen wir hin, und zwar müssen wir mit der Ziel reden. Wie entzückend von dir, du hast mir einen Hibiskus mitgebracht. Wenn du so ein Gentleman bist, könntest du mir einen Gefallen tun? Ja, warum nicht? Könntest du mir diesen Brief zu Dr. Wright bringen? Er bleibt am Rand der Sauerwelt, bitte. Jedenfalls, was ich sagen wollte, du könntest dem Krokodil da nebenan sagen, dass du die nächste Stadt fertig hast, wenn du soweit bist. Habe ich Das doch. hast du nämlich nicht, glaube ich, nicht gemacht. Doch. Sicher? Naja, dann werden wir es ja nachher sehen. Habe ich nämlich gemacht. Das weiß ich hundertprozentig. Weil ich kann mich an einen schönen Ausruf des Krokodils erfahren, wo du ein bestimmtes Item bekommen hast, wo er dann gemeint hat, hau ab damit. Und schnüffel nicht so rum hier. Nee. Doch. Also, na, stimmt, du hast es gemacht. Ja. Oh, jetzt schnüffelst du denn hier mit der Lupe hier so rum? Was spoilerst du hier eigentlich? Ich habe noch nicht mal das Item erwähnt und du sagst hier ja. Ja, ist ja gut, ich habe nichts gesagt. Und da haben wir jetzt auch uns aufgeregt. Da oben ist das Haus von dem Dr. White. Und da unten ist das Sodorf. Und jetzt muss ich diesen Scheißweg noch hochlaufen. Den er übrigens mit dem Teleporter auch hätte verkürzen können. Nicht wirklich. Eigentlich schon, aber nicht wirklich. Ich wollte jetzt diesen Weg weitergehen. Das habe ich ihm an der Stelle ungefähr gesagt. Und da war es inzwischen schon egal. Aber beim Rückweg hat er es, glaube ich, auch nicht gemacht, weil er das so episch kann. Warum denn? Was bringt mir das? Oder hast du es auf dem Rückweg gemacht? Ich bin mir gar nicht sicher. Habe ich nicht. Oder doch, doch, eventuell schon. Ach, keine Ahnung, wir werden es dann sehen. Jo. Auf jeden Fall sind wir jetzt gleich an der Stelle angelangt, wo wir bei Dr. Wrights Haus sind. Was auch irgendwie komisch ist, weißt du? Woran erinnert dich dieser Name, Dr. Wright? Ach so, ja, das habe ich ja schon mal erwähnt, glaube ich, aber das ist ja nicht mehr da. Das erinnert mich zufälligerweise an einen gewissen Megaman-Boss. Also nicht Megaman-Boss, den er. Also den Erschaffer von Mega Man, jetzt nicht der Erfinder davon oder der Programmierer, sondern ich meine laut Story von Mega Man, der Erschaffer, der heißt nämlich Dr. Light. So ganz zufällig ein Buchstabe. Naja, 2 Buchstaben geändert und oh mein Gott, wir haben den Namen. Eigentlich meinte ich ein anderes Spiel, aber gut. Ah, jetzt kommt die beste. Was ist das? Ein Brief von mir und da haben wir Prinzessin Peach. Irgendwie so zufällig. Christine. Von der Ziege. Nur so als Information. Sie ist ja so hübsch. Sie ist ja so hübsch. Punkt, Punkt, Punkt. Bitte, du musst diesen Besen von mir an... Was? Du musst diesen Besen von mir annehmen, okay? Ja, okay. Warum auch immer wir jetzt einen Besen bekommen haben, aber... Wir ein haben Besen für ein Foto ist doch ganz logisch. Also tauschst du nicht Fotos gegen Besen im richtigen Leben? Theoretisch habe ich es noch nie gemacht, aber wahrscheinlich würde ich es sogar machen. Mit einem Besen kann man wenigstens was machen. Oder hast du schon mal probiert, mit einem Besen sauber zu machen? Mit einem Foto sauber zu machen? Ich hätte jetzt eigentlich eher andersrum gemeint. Also
Würdest du Fotos, ein Foto wegtauschen gegen einen Besen? Ja, gut, okay. Aber das würdest du machen. Aber würdest du ein Foto annehmen und dafür deinen Besen eintauschen? Kommt drauf an, was es für ein Foto ist. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass sowas kommt. Ach ja. Theoretisch ist es sogar ein guter Tausch für beide Seiten. Es kommt nur drauf an, was beziehungsweise wofür das Foto, was es zeigt und wofür es bedacht ist und hast du nicht gesehen, wie dick es Auf ist. was auf dem Foto zu sehen ist. Na, das sowieso. Dafür sind ja Fotos da. Und jetzt benutze ich den Teleporter. Sicher? Epische Art und Weise. Ja, jetzt benutze ich ihn. Jetzt dachte ich mir, nein, benutzen wir ihn nicht oder doch? Oder, ja, dann benutzen wir ihn doch. Siehst du? Okay. Und werden mal epische Art und Weise mal getroffen. Überleben Und mal ganz herzlich knapp. gesagt, wenn ich jetzt noch mal getroffen wäre, hätte ich mich so aufgeregt. Ja, okay. Obwohl das gar nicht so schlimm gewesen wäre, weil du wärst dann beim Teleporter wieder gespawnt. So, und wir mussten dieser alten Dame einen neuen Besen geben, da ihr Alter gebrochen ist. Und sie macht epische Zelda-Skills. Echt Link-Skills. Danke, ich gebe dir dafür den Angelhaken, den ich beim Kehren am Fluss gefunden habe. Erstens, warum, da meintest du, warum kehrt eine alte Dame mit dem Besen an einem Fluss? Und das zweite ist, was muss man jetzt wohl mit den Angelhaken machen? Ja. Frage, Fragen. Vor allem, Fragen, da die wir es Fragen. überhaupt nicht wissen, was wir mit dem Angelhaken anfangen können. Und jetzt bist Jo. du gestorben. Also der. Oh. An der Stelle habe ich ja gesagt, ja, hättest du vielleicht eventuell mal vorher im Haus betreten können, weil du hattest nur noch ein halbes Herz, aber naja, beim Teleporter war es ja nicht so schlimm, dass du so weit weg warst. Gut, Und Leute. dann habe ich mich überlegt, warum du jetzt den falschen Weg losrennst. Ich muss hier aber mal ganz kurz abbrechen. Ganz kurz Pause. Jo, und da sind wir mal wieder. Episches Telefon, was auch immer. Geklingel. Und, ja, was machen wir? Wir gerade den Angelhaken austauschen. Ja. Warum auch immer ich jetzt da drüber gehe. Ich wollte, glaube ich, erstmal nur mal gucken, was da ist. Eine Statue. Nicht nur irgendeine Statue, das ist eine Nixenstatue. Die Venuxige. Venus Venusnixe. nixe. Und da fehlt da irgendwas, eine Schuppe. Da dachte ich mir, bestimmt werde ich ihn killen, wenn ich ihn jetzt so attackiere. Hat aber leider nicht funktioniert, damit habe ich ihn nur betäubt. Was sind das eigentlich für Viecher, wenn ich mal ehrlich bin? Was sind das eigentlich für Viecher, diese komischen Elektroviecher da? Die gibt's auf jeden Fall in mehrere Link-Teilen, aber ich habe Ja. keine Ahnung, was die darstellen sollen. Aber in diesem Teil sind das die einzigsten, die man nicht besiegen kann. Die kann man bestimmt auch besiegen. Ich weiß bloß gerade nicht wie. Du bist übrigens auf der falschen Seite, glaube ich, wieder. Sinnloserweise schwimmst du erstmal einmal mit einer Kirche ums Dorf, damit du jetzt so eine richtige Stille kommst. Auf jeden Fall geht's jetzt zum Angler unter dem Fluss. Oh, das ist doch nicht etwa ein Angelhaken, was du da Das ist auf jeden Fall das beste Tauschgeschäft, was. in der Hand hast, oder? Denn sollst du blablabla meinen ersten Fang, okay? Okay, Junge, du musst nun die Daumen drücken. Das wird jetzt echt der beste Tauschgeschäft extra. Der ist ja riesig, Mann. Dein Angelhaken ist nun ein sexy Bikini-Oberteil. Wow, sabba, sabba, sabba. Oder soll ich eher machen? Schnuppern wir dran. Nein. Nun geht's zur Nixe, denn die, wie jeder weiß, sie hat ihren Oberteil. Ach so, jetzt habe ich sie belästigt wieder. Ja, kleiner Perverser, du. Ui, das ist ja mein Bikini-Oberteil. Er gibt es. Hey, gib es mir. Gib es mir sofort zurück. Ich gebe dir dafür auch eine Schuppe von mir. Ja, Lex. Lex. Lechts. Lechts. Ja, ich dachte Lex, aber nur eine Schuppe.
Du hast ja nix seine Schuppe entrissen und ihr dafür das Bikini-Teil zurückgegeben. Jo, an dem Punkt denk ich halt wirklich, erstens hübsch sie freundlich weg. Richtig toll. Und zweites, entrissen. Tut doch bestimmt weh. Oder nicht? Ich meine, er reißt. Eventuell etwas, so ein bisschen könnte schon sein. Vielleicht. Ja. Halb ungefähr. Ja, so eventuell. Naja. Viel zu viele Worte dafür. Sinnlos. Du hast die fehlende Schuppe in die nächsten Statue gesteckt. Ah, das klingt irgendwie falsch. Klingt so. Aber das haben wir auch selbst noch nicht irgendwie mal gemeint. Du, die Lupe, jetzt kannst du Dinge sehen und lesen, die vorher unsichtbar waren. So, und wenn man jetzt in den letzten guckt. Oh, mein Gott, Bosse. Böse Bosse. Nee, beziehungsweise Gegner. Böse Gegner. Ja. Und ich frag mich, was wäre, wenn wir jetzt dort irgendwie, sterben. Was wäre, wenn wir sterben? Wir landen im Raum wieder. Und warum habe ich die eigentlich killen müssen? Mal im Ernst, warum habe ich die versucht, immer noch zu killen, zu machen und hast du nicht gesehen? Keine Ahnung, weil du dir dachtest, hey, ich kann's. Außerdem wolltest du jetzt gleich nochmal, wolltest du übrigens mit einer aufgeladenen Attacke machen. Hättest du jedenfalls machen sollen, aber du bist nicht selbst drauf gekommen und dann muss ich es dir erstmal wieder sagen und ach ja. Auf jeden Fall, jetzt sind sie tot. Und dann bist du nochmal hochgegangen wegen Herzen. Was ich jetzt aber gerade so merke, du hörst dich jetzt viel, viel besser an als davor. Echt? Ja, jetzt komische Art und Weise höre ich dich jetzt richtig klar deutlicher. Wahrscheinlich ist das auch davor irgendwie besser geworden, aber jetzt höre ich dich halt jetzt diesen Unterschied, weißt du, im ersten Mal warst du abgestumpft, jetzt bist du wieder viel besser zu hören. Und da gab's Fraps Legs. Frame. Ja, passt schon. Einmal halt, keine Ahnung. Einmal von wie vielen Mal? Keine Ahnung. Jo, dann ging's jetzt wieder darüber. Und da habe ich mich gefragt, was können wir mit der Lupe machen? Ist das eventuell schon das letzte Item? Du meintest, es könnte sein, dass es das letzte ist, aber hast, glaube ich, natürlich wieder nachgeguckt, was man genau machen kann damit. Ja, man kann halt noch was machen, aber... Ja. Da oben, guck mal, da oben zwischen den Fackeln, sieht so aus, als würde man da Bombe legen können. Nein. Aber deswegen habe ich doch glücklich drauf angesprochen, aber du hast ja gesagt, du hast nichts gehört an der Stelle. Jo, auf jeden Fall geht's nun zu dem Typen und genau das meine ich. Was schnüffelst du hier mit der Lupe herum? Lass es sein oder geh weg. Hau ab! Was schnüffelst du hier mit der Lupe herum? Lass das gefälligst sein. Jo, auf jeden Fall sag mal, was kann man mit der Lupe eigentlich machen? Ich weiß nicht, du kannst irgendwie tauschen gegen den Boomerang später. Der Boomerang soll anscheinend das stärkste Item sein. Das stärkste? Ja, das stärkste. Okay. Muss ich mal gucken, wo man den dann tauschen kann. Ich glaube nämlich zu wissen, wo man das machen muss. Und du kannst ihn anscheinend, kannst du aussuchen, gegen welches Item du das tauschen möchtest, aber im Lohnenswerten ist anscheinend die Schaufel, weil die wirst du sowieso nicht so großartig mehr brauchen. Der Song von Marin. Wunderschön. Lasst euch in Trance fallen. Jetzt nicht mehr. Jetzt aufwachen. Weiter gucken.